Zurück bei Kamikaze. Die Sendung, die es allein schafft, schon MTV in die Knie zu zwingen. Ist nicht so? Natürlich. Ich habe hier von Steve Kim, in meiner wahnsinnig interaktiven Sendung kann man nämlich Möbel und Dinge hierher schicken und die bekommen dann ein Schild. Steve Kim aus L-Diekrich. Eine Metropole. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich auf Nummernschild mindestens siebenstellig. Ja, und mit diesem Gong dressiere ich mein Kätzchen. Es müsste jetzt ein Männchen machen. Und die Zunge raus. Und hecheln. Okay, wieder zurück. Stopp. Neu. Mal sehen, ob das klappt. Am Stück, ohne dass ich irgendwelche Zusatzkommandos gebe. Also ich sitze jetzt einfach hier so ganz relaxed. Jetzt zeige sie nur den Gong. Ja? So ist Carola, meine Regisseurin. Immer nur den Gong sehen. Ne? Carola, huh? I fucked you up. Carola. Carola ist brünett. Carola, du bist brünett, oder? Nein. Bist du auch sonst ganz nett? So, vielleicht kann ich ihn hier hinstellen. Was war das, Carola? Wenn ich dich schwarz anstellen würde, würde ich sagen, hol dir deine Papiere ab. Gut. Hächeln vergessen, zurück. Und außerdem ein bisschen widerwillig. Du darfst nicht so widerwillig sein. Du musst dich drauf freuen. Es muss rüberkommen, als würdest du dich drauf freuen. Ja? Als würdest du diesen Moment kaum abwarten können. Also du liegst hier relax rum. Ja? Lieg mal relax rum. Schon wieder diese Fliege. Was ist denn los mit dir? So. Nichts relax? Gabi Kätzchen. Ah, das mit dem Hecheln, es war dabei, aber das Hecheln war nicht schön hinten raus. Also, Männchen machen, hecheln, geil gucken. Wie Kopfschütteln, nicht Kopfschütteln. Okay, sollen wir was Neues probieren? Das nervt, oder? Und wir machen es jetzt mal so, ich hau zweimal auf den Gong und du drehst dich dann im Uhrzeigersinn um dich selbst. Und zwar nicht, bis dir schwindelig ist, sondern einmal. Gecheckt? Können wir kurz die Reaktion des Kamikästens sehen, wenn ich sage, gecheckt? Gecheckt? Sehr gut. Es geht doch. Auf geht's. Der Sessel im Hintergrund, wunderschön. Gut. Hecheln, geil gucken. Ah. Okay, wenn ich dreimal dagegen hau, gegen die Uhrzeigersinn. Alles klar. Yes! Kann das Kätzchen auch zwischen den einzelnen Gongschlägen unterscheiden? Eins, zwei, drei, dreimal. Wir schauen jetzt. Mal sehen, was passiert, wenn ich einmal drauf haue. Hat sie die Übung vergessen? Ich glaube nein. Mann, was sollst du machen, wenn ich einmal dagegen haue? Hä? Männchen. Also, gut. Männchen. Kätzchen, was ist denn los? Hm? Boss, ich hab dich gar nicht gestreichelt. Komm her. Hm? Komm her. Hey, komm her. Ich muss den Kopf dagegen. Jo. Hm. Nicht fair, oder? Ich werde dich gleich besser machen. Hm? Ich vergesse nicht zu loben, oder? Ja. Krieg mir mal Fischschwänze, die ich ihr dann in den Mund stecken kann, wenn sie es gut macht. Weiter geht's. Der kleine Forellen. Magst du keine Sardellen? Kätzchen, was sagst du eigentlich zur Emanzipation? Oh, Kätzchen ist ganz wütend. Ja, bist du wütend? Hat er das beim Vorstellungsgespräch gerade gesagt? Kätzelein. Können wir mal ein Close-up vom wütenden Gesicht des Kätzchens haben? Ja, das ist das Gesicht. Das Gesicht ist kurz darunter. Ja, das ist das Gesicht. So, weiter geht's mit Toploader, der Lieblingsband des kleinen Kamikätzchens. Und dann werden Sie auch ein Neues aus unserer neuen Reihe moderne Mutproben hören. Ja, zum Beispiel mit einem schwulen Fixer Blutsbruderschaft schließen und sich zur Feier des Tages ein paar Kalbfleberwürste einführen. Ja, mehr davon gleich nach einer kleinen musikalischen Unterbrechung mit den Britpop-Langweilern Toploader. Bis gleich.